namens Anja von Kreativrose und ich habe wieder ein kleines Unboxing für euch bzw. eine kleine Produktvorstellung. Und zwar habe ich wieder bei QVC bestellt, und zwar das Kristallkunst Schmuckstein Club Set. Und das Set, ich weiß gar nicht, ob es aktuell noch zu haben ist. Hier ist die Nummer, das ist die 586910. Die verlinke ich euch auch wieder in der Infobox. Und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal an, was in der Box drin ist. Nur ganz kurz zur Information. Das Set selber hat, ich glaube, 29,98 gekostet, also knapp 30 Euro. Und für das, was drin ist, ist es schon eine ganze Menge. Zumal man auch, glaube ich, relativ viel davon machen kann. Ja, wie gesagt, also es ist ein Kristallkunst-Schmuckstein-Set und das ist das Club-Set. Das heißt, es gibt immer etwas gratis, weil es wären regulär eigentlich 20 Beutel Schmucksteine, verschiedene Schmucksteine drin, was da einzeln drin ist, gucken wir uns gleich auf jeden Fall an. Und dann ist bei den Club-Sets auch immer dieses Ideenblatt mit dabei. Ich hoffe, ihr könnt das alles sehen. Also man kann da relativ viel mitmachen, und ich mache zum Beispiel für die Märkte, also für die Weihnachtsmärkte, wenn man dann irgendwann wieder rausgehen kann, mache ich halt diese Scheiben, die finde ich echt cool, aber auch Schmuck. Also da kann man super, das eine zeige ich euch gleich, was ich meine, wo ich meine, da mache ich auch Schmuck von, weil die finde ich absolut mega. Also gerade diese Eulen finde ich total cool, und es sind so viele verschiedene Formen, ja, die sind, wie gesagt, absolut mega. Regulär, wie gesagt, wären drin 20 Stück, also 20 von diesen Beuteln mit verschiedenen Motiven. Es ist aber zusätzlich noch drei zusätzliche Beutel drin. Was jetzt zusätzlich drin ist, kann ich gar nicht genau sagen. Es sind auf jeden Fall 23 Beutel hier drin. Was man zum Verarbeiten noch braucht, ist auf jeden Fall Klebematerial, und für diese Schmucksteine, wenn man die irgendwo befestigen möchte, bietet sich in der Regel Heißkleber an. Also eine Heißklebepistole wäre natürlich auch von Vorteil, wenn man die hat. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir einfach mal durch. Also ihr habt ja schon einen kleinen Überblick, was hier drin ist, aber wir schauen einfach mal durch. Hier haben wir Kristallkunstschmucksteine Schmetterling. Die sind relativ groß. Und das Coole ist, wenn ihr Permanentmarker zu Hause habt, ihr könnt die von hinten anmalen. Und dann, also das ist jetzt einer von hinten und das ist einer von vorne. Also man sieht das, hinten ist eine ganz glatte Fläche. Vorne haben die so ein Relief. Und wenn man die jetzt von hinten anmalt, dann kriegen die nochmal so einen ganz anderen Schimmer. Das zeige ich euch aber nochmal in einem anderen Video, weil ich euch gerne zeigen möchte, dass ich, also wie ich das in Schmuck sozusagen verwandle. Das ist jetzt das Unboxing und da schauen wir uns einfach mal an, nur an, was da drin ist. Bei den Schmetterlingen, die kann man jetzt nicht so einfach als Schmuck verarbeiten. Also die müsste man irgendwie anbohren oder eine Öse festmachen. Muss man halt schauen, wie man das am cleversten macht. Auf jeden Fall diese großen Schmetterlinge sind dabei. Dann haben wir hier, das sind so eine, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das sind so eine Püppchen, ich hole die mal raus. Das sind so eine Püppchen. Die sind eigentlich auch total niedlich. Und ihr seht von vorne und das ist von hinten. Und wie gesagt, die kann man von hinten mit, also mit den Permanentmarkern, Alkoholmarkern, vom Action, von was weiß ich, kann man die hinten anmalen und dann kriegen die nochmal einen ganz anderen Effekt. Das sind, ach, das ist eine Ballerina und da sind 11 Stück drin. Dann haben wir die klassischen Schmucksteine. Das sind die Tropfenformen, die Karin Jettenmeier ja regelmäßig auch in irgendwelchen Sets unterbringt. Und das sind jetzt die kleineren mit so einer Kristallenform nochmal drin. Die sind auch echt hübsch und die sind gar nicht so groß. Also sie sind auch, die haben eine schöne, angenehme Größe. Dann haben wir, das ist eine Blüte. Und die ist schön. Schaut euch die mal an.
Die sind alle total irisierend. Also die sind mega. Die sehen aus wie kleine Diamanten. Dann haben wir drin, die packe ich glaube ich auch mal aus, dass ihr das besser seht. Und zwar soll das sein ein Blumenstrauß. Da könnte man natürlich eine schöne Brosche draus machen. Also die sind echt, die sind wunderschön. Also ihr seht das, das von vorne, das von hinten. Also das ist richtig schön. Das ist jetzt der Blumenstrauß. Da sind 12 Stück in einer Packung. Ich versuche mal, ob ich die finde im Internet. Dann verlinke ich die euch auch nochmal in der Infobox alle. Dann haben wir das Ornament. Ornamente sind halt immer schön, je nachdem. Ja, aber ich glaube, die könnte man sogar dafür verwenden, dass man die sich als Armband, obwohl die, na, nee, die sind zu groß. Also für meinen Arm sind die zu groß. Da sind die zu groß. Das müsste kleiner sein. Oder man macht eine Kette von. Oder vielleicht eine Haarspange. Eine Haarspange wäre natürlich auch nicht schlecht. Das sind, wie gesagt, das Ornament. Da sind 10 Stück drin. Dann haben wir Navettsteine. Also Navette ist ja die Form. Die sind ein bisschen größer als diese Tropfensteine. Und die haben auch diesen wunderschönen Schimmer. Da sind 28 Stück drin. Dann haben wir den Stern. Und den Stern haben wir nämlich, glaube ich, zweimal drin. Nee, dreimal sogar. Dreimal haben wir den drin. Würde ich doch sagen. Den habe ich doch schon mehrfach gesehen. Und zwar, das ist jetzt hier. Warte mal, ich nehme das mal raus, dann kann man das besser anschauen. Tut mir leid, dass es jetzt so knistert. Das ist jetzt der größte. Nee, das ist der mittelste. Das ist der mittelste mit einem Durchmesser von 3,8. Da sind 20 Stück drin. Das hier ist der größte. Die sehen aber alle gleich aus. Nur halt von der Größe sind die unterschiedlich. Also davon haben wir drei verschiedene drin. Also drei verschiedene Größen haben wir da drin. Dann haben wir Schmetterlinge. Die Schmetterlinge. Und die sind auch echt schön. Und ich glaube, das sind jetzt kleinere Schmetterlinge als die, die wir am Anfang hatten. Hier sind 10 drin. Da an dem Anfang waren 6 drin. Also das ist ein Schmetterling, der ist ein bisschen kleiner als der andere. Die sind aber auch wunderschön. Die hier finde ich ja mega, ne? Erdbeeren. 30 Stück. Die finde ich total cool. Und die gibt es auch dann nochmal mit 14 Stück. Da sind sie ein wenig größer. So, oh, die sind ja cool. Die sehen auf dem Bild gar nicht so groß aus, aber die sind ja riesig. Oh, die sind geil. Die sind richtig schön. Und dass die halt hier auch noch offen sind, das ist mega, mega, mega. Das sind Schmetterling 2, da sind 12 Stück drin. Dann haben wir hier einen Rosenzweig. Packe ich auch mal aus, dass ihr das besser sehen könnt. Hier bei dem Rosenzweig, der ist auch schön. Zwei einzelne Röschen dran. Eine Karte. Schön. Sehr schön. Dann haben wir nochmal Tropfen und das sind die großen Tropfen. Da sind 12 Stück drin. Dann haben wir. Die finde ich cool, wenn man die jetzt, weil wir ja beim Schmuck waren, sieht man das jetzt? Ja. Weil wir ja beim Schmuck waren, als Cabochon, als Camee sozusagen, weil die ja so ein Relief hat hier oben, diese Rose. Total cool.
total cool. Das ist Rosenblüte, heißt die. Das hier ist ein, cool, ein Blatt. Ihr seht, wie das leuchtet und glitzert und funkelt. Von hinten fast gar nicht, aber von vorne ein mega Strahleglanz. Das ist, wartet, lasst mich das kurz zumachen, das Blatt, und da sind 15 Stück drin. Dann haben wir hier nochmal Schmetterlinge, 15 Stück, die sind noch ein Ticken kleiner als die, die wir schon hatten, aber es sind halt genau die gleichen. Dann haben wir kleine süße Hunde. Wartet mal. Wie geht das auch hier? Hier. Fehlt dir mein Fuß? Ein Hund mit drei Beinen. Guck mal. Da fehlt ein Fuß. Also da fehlt tatsächlich keiner, aber es ist ein Hund mit drei Beinen. Cool. Für die Hundeliebhaber unter uns. Wie mich zum Beispiel. Ich habe ja drei Stück zu Hause. Aber die haben alle vier Beine. So, da sind 15 Stück drin. Dann haben wir jetzt hier, die finde ich auch mega, mega cool. Da hole ich euch mal einen raus. Einen von den coolen Geckos. Die sind cool. Und die als Brosche. Mega. Zeige ich euch auf jeden Fall ein Video zu. Auf jeden Fall zu diesem hier. Das sind 10 Stück Geckos. Dann haben wir hier, die habe ich schon aufgemacht. Die mega coole Eule. Warte, ich mache hier mal eine, die richtig strahlt. Wie das funkelt. Wie gesagt, von hinten ist es gar nicht so doll, aber von vorne. Und wie gesagt, da zeige ich euch auf jeden Fall ein Video zu. Ich weiß noch nicht, ob zu jedem Einzelnen wahrscheinlich ja. Und dann zeige ich euch einfach, wie ich das umsetze. Und hier, die hatte ich schon offen. Weil ich mal angucken wollte, ob die alle gleich sind. Also gleich mit hier oben, weil ich hatte eine, die hatte hier oben ein Loch. Also kein richtiges Loch, sondern die hatte, das sah aus, als wenn man da was befestigen kann. Die haben das aber leider nicht alle. Also die sind unterschiedlich. Hier zum Beispiel ist ein Loch, da müsste man jetzt, da braucht man bloß eine Aufhängung dran und zack, ran an eine Kette oder an einen Ohrring. Und die sind doch mega, diese Schleifen. Die sind total cool. Ich mag die. Ich finde die total klasse, die Schleifchen. Und da sind drin 7 Stück. Ich glaube, so eine Einzelpackung kostet bei Ideen mit Herz, ich glaube, 2,97 Euro oder so. Oder 1,97 Euro. In diesem Set, wie gesagt, sind sie wesentlich günstiger mit 29,98, glaube ich, waren es. Und ihr seht, wie viele das sind und vor allen Dingen, was man alles damit machen kann. Das zeige ich euch dann auf jeden Fall noch in einem separaten Video. Also vorrangig wird es erstmal um Schmuck gehen, aber ich denke, so nach und nach werde ich das auch auf meine Windräderbilder machen, dass ich euch einfach zeigen kann, wie mache ich meine Windradbilder, die ich dann halt auf dem Markt verkaufe. Also, mega cooles Set. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis absolut gigantisch. Qualitativ kann ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht viel zu sagen. Das sind halt, glaube ich, alles Acrylelemente, ja, Resin, also aus Resin sind die alle, also das heißt, sie sind teilweise wahrscheinlich auch bruchanfällig, wenn man jetzt zum Beispiel hier sowas hat, sowas Filigranes, wo
wenn man da nicht ordentlich mit umgeht. Oder auch hier bei der Ballerina wird das auch, muss man auch vorsichtig sein. Bei dem Gecko, da muss man überall vorsichtig sein, ob man die Teile dann. Entschuldigung, Leute, ich bin müde. Ich weiß gar nicht warum. Also dass man die Teile dann auch nicht zerbricht. Ist aber wie gesagt überhaupt kein Problem. Und das war jetzt das Unboxing zu diesem Clubset. Und alles Weitere seht ihr dann in den nächsten Videos. In diesem Sinne, bleibt schön gesund. Bis bald. Ciao.